Und damit hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge des Edex Let's Plays, wo letzte Folge ja Gunner oder wie immer hieß besiegt haben und erstmal die Belohnung für ihn einhamsen wollen, bevor wir mit Big Jim kämpfen wollen, aber auch noch, bevor wir mit ihm reden, kämpfen wollen. Wegen der Arena. Noch mit Gunn reden wollen, was er denn uns da anbietet, damit wir auch gewinnen können. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Jo, danke. So, und jetzt, bevor wir gegen ihn antreten, gehen wir noch einmal zu Gunn und gucken, was er anbietet. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht drauf eingehen, aber ich möchte erstmal einfach nur wissen, was er überhaupt anbietet. Also, wie kann ich Big Jim schnell erledigen? Da mir durch den verlorenen Kampf eine Menge Kohle entgangen ist, kann ich dir natürlich nicht umsonst unter die Arme greifen. 500 Splitter und wir sind im Geschäft. Und als kleine Entscheidungshilfe gebe ich dir Folgendes mit auf den Weg. Wenn du vorhast, uns beizutreten, führt kein Weg an Big Jim vorbei. Also solltest du mein Angebot annehmen. Ja, nee, komm, 500 ist mir zu viel. Vergiss es. Dann viel Spaß, wenn er dich zu Brei schlägt. Ja, mal gucken, ob ich es auch ohne ihn schaffe. Das wird viel interessanter. So, auf geht's. Wegen der Arena. Ich will gegen dich antreten. Du willst was? Weißt du überhaupt, wen du hier herausforderst? So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Ja, ja. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Ich habe nichts anderes erwartet. So, ich bin selber jetzt sehr gespannt, ob der nur labert oder ob da mehr bei rumkommt. Darf ich die Waffe schon vorher ziehen? Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Ich darf die Waffe nicht vorher ziehen. Okay, gut. Auf geht's! Mach easy! Und wegen hier. Mir brummt der Schädel. Wo willst du hin? Wahrscheinlich auf deine alte Posi, ne? Oder? Ach, egal, komm. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Niemand hat bisher den Duke besiegt. Du hast mich aber jetzt schon besiegt. Und das, obwohl ich nicht einmal die Führung habe. Denkst du wirklich, dass mir auch nur einer der Typen hier jetzt die Treue schwört? Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Alles klar. Gut, dann mal gucken, was... Ich will jetzt mit William und den Duke noch mal reden und einmal noch hier. Ich habe gerade keine Zeit. Gut, ihn interessiert das nicht. Warum ist er jetzt immer noch gelb? Naja, egal. Also mit William und den Duke will ich jetzt reden. Und dann reden wir noch mit der einen Frau. Ich glaube zwar nicht, dass das den Duke ansatzweise interessieren wird, aber ja, wir werden es rauskriegen. Damit habe ich aber auch wieder einen Schritt dafür getan, dass der Duke mich auch bei sich aufnimmt, dass ich tatsächlich bei den Outlaws am Ende aufgenommen werde. Ist auch ein relevanter, wichtiger Punkt. Wegen der Hauptmänner. Wegen der Hauptmänner. Sagen wir ihnen jetzt alles? Wir sagen einmal alles. Wir sagen einmal alles. Speichern. Zack, so. Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch drei Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Ja, danke. Chloe hat keine Splitter.
Es gibt 1000 Leute hier im Fort, die ihr etwas schuldig sind. Sieh zu, dass du den Zaster von jemand anderem eintreibst. Wenn du es nicht schaffst, dann habe ich auch keine weitere Arbeit mehr für dich. Mir egal, wie du es anstellst. Aber sorg dafür, dass der Duke seine Kohle bekommt. Okay. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Okay, gut. Dann reden wir jetzt einmal mit dem Duke. Ich sehe schon, dass wir hier noch auf ein was hinarbeiten müssen, um aufgenommen zu werden. Aber vielleicht auch nicht. Egal. Einmal kurz mit dem Duke reden. Und was ich bei mir übrigens jetzt merke, wir haben endlich mal einen Punkt erreicht, wo wir ein bisschen was schaffen hier im Spiel. Ernst gemeint hat? Und sofort habe ich auch wieder Spaß. Wenn es nicht mehr darauf hinausläuft, dass ich einfach nur leveln und erkunden muss, sondern auch tatsächlich mal ein paar Quests machen kann, macht es mir auch sofort wieder Spaß. Also, man muss wirklich sagen, Elex, sorry, bis jetzt mit Open World ein bisschen too much und mich ein bisschen zu weit von der Main Story weggelockt mit eurer Open World. So. Das sagen wir ihnen nicht, alles klar. Und dann haben wir jetzt noch genau 2 Quests. Und zwar einmal die Quest mit dem Konverter. Das wieder zuklappen. Ja, das machen wir später. Hier, das hier. Wo ich mich hier um diesen Konverter kümmern soll. Und jetzt reden wir noch da unten mit... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich glaube nicht, dass das Chloe war. Es war jemand an... Egal, wir reden mit ihnen. Katrin? Whatever. Auf geht's. Was hast du für mich? Nasty. Oder Nasty. William ist mit dir verwandt? Ja, er kümmert sich um das Fort. Aber damit das schon mal klar ist, mit dem Kram von meinem Cousin habe ich nichts zu tun. Also erwarte von mir nicht, dass ich bei ihm ein gutes Wort für dich einlege, okay? Okay. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Na, willst du mich umbringen, oder was? So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Ja, sollte tatsächlich kein Riesenthema sein. Wenn ich nicht alle auf einmal pulle, ist eigentlich kein Riesenakt. Tja. So, Nummer 1. Hätte ich bekloppt oder was? Okay, anscheinend darf ich nicht so fighten, wie ich mir das vorstelle. WTF, auf einmal fliegen hier Raketen. Ich glaub's nicht. Gut, dann Kämpfer von der Seite aus. Fangen wir mit denen da hinten an. Also das mit den Raketen hat mich echt etwas geschockt gerade. So. Und jetzt noch den hier. Perfekt. Haben wir. Easy. Nichts leichter als das. Wir haben noch Level abbekommen, das ist auch schön. Wir heilen uns einmal hoch, looten noch alle und dann gehen wir die Quest abgeben. Gucken, ob wir unser Level ab gleich noch sinnvoll verteilen. Wo sind wir eigentlich? Kann ich da gucken? Ah ja, hier sind alles klar. Das heißt, da oben... Ne, ich habe keine Ahnung. Ist egal. Da hinten ist auf jeden Fall die Stadt. Zufrieden? Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überleg mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen, vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Alles klar.
So, und jetzt war ja mein Gedankengang, was ich gerne machen wollte, dass ich jetzt an diese Waffe rankomme. Dazu brauchte ich 46, würde ich genau hinkommen. 46 Konstitution und müsste einmal lernen, Sockel einsetzen. Das machen wir jetzt einmal, dass wir einfach uns die nächste Waffe holen. Erstmal das, Hacken und so weiter kann ich immer noch lernen. Da ist Respawn. Ist das hier auch gerespawnt? Nein, Fallen respawnen nicht. So, nichts leichter als das. So, da hinten ging es irgendwo nach oben. Muss jetzt einmal ein bisschen hier drum rumlaufen. Sockel einsetzen kann ich von wem genau lernen? Von einem Handwerkslehrer. Haben wir hier nicht. Kampflehrer, Outlaw-Lehrer, Überlebenslehrer, Persönlichkeitslehrer. Das heißt, ich müsste jetzt hier hingehen und hätte... Alrik wäre der Handwerkslehrer. Und das ist ein weiter Weg dafür. Oder wir teleportieren uns. Wir haben die Teleporter. Wir könnten sie einfach benutzen. Weil ich würde da jetzt echt nur wegen dem Skillpunkt hingehen. Und wenn wir schon zwei Teleporter haben, warum nicht? Einfach benutzen. Mine, Vorsicht, ich sollte aufpassen, wo ich langlatsche. So, hier will ich hoch. Erstmal kaufen wir uns jetzt die Waffe und gucken, ob wir sie überhaupt tragen können. Danach kümmere ich mich um den Sockel. Anscheinend vergessen zu looten, wenn sie da noch rumliegt. So, mit Dingens können wir von mir aus auch gleich noch reden. So, mit dir will ich reden, Waffenhändler. Zeig mir deine Waffe. Zeig. Aber. Und zwar Reaper 2. 46 Konstitution, ein leerer Sockel. 7000 Elixir. Wir kaufen die jetzt. Was soll's? In Rüstung kommen wir eh nicht. Wir sind eh nicht ruhig mit unserem Geld. Also, 46. Wir speichern einmal, bevor wir das jetzt kaufen. Nicht, dass das total dumm ist nachher. Vor Reaper 2. So. Zack, dann gib mir die Waffe. Da. 7000. Eieiei. Will ja nichts sagen, aber das ist schon echt viel, ne? Stellen wir uns hier oben drauf. So. Dann einmal skillen. 46. Übernehmen. Dann... Reaper 2, die Waffe anziehen bitte. Quickslot zuweisen. Dahin. Zack, zack. Sehr schön. Hat die eine schöne Kombo. Das sieht aus wie immer. Okay, und jetzt teleportieren wir uns einmal zu den Outlaws. Jetzt zu den Berserkern und lernen das Dingens, das Sockel einsetzen. Genug haben wir dafür. Und dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich hier an keine bessere Waffe mehr rankomme. So, Schmiede. Hochtrich. Gehen wir nach Goliath jetzt so dahin. Wenn ich hier überhaupt noch willkommen bin. Ich muss mir ja irgendwann Gedanken machen, dass die mich hier nicht mehr reinlassen. Und mich interessiert ja jetzt auch gleich, wie das überhaupt mit diesen Sockelsteinen genau funktioniert, wie ich den da reinkriege. Ich hab's gewusst. So, Alrik. Wo genau bist du? Bist du überhaupt Alrik? Du bist ja gar nicht Alrik, oder? Doch, der ist hier drinne gerade. Okay. So laut. So kann das wirklich nicht enden. Frag mich nicht, was das du. Soll. Bring mir etwas bei. Wie du willst. So, Sockel einsetzen. Zack. Danke dafür. An einer Werkbank mit magischen Steinen ausrüsten. Jetzt brauche ich noch eine Werkbank. Hat irgendeiner eine Ahnung, wo eine Werkbank ist?
Ich hätte eine Idee, aber vermutlich an der Schmiede. Ich laufe mal dahin, wo ich die Werkbank am meisten vermute. Und zwar... Lass den Unfug. Da hinten. Das heißt, wir laufen... Ja, hier laufen wir oben lang. Ich habe mitbekommen, siehst du einmal ganz kurz deine Karte, machst du die Karte auf und nur weil sie elektronisch ist, sind sofort aggressiv hier bei den Berserkern, ne? Haben keinen Bock da drauf. Weiß schon, warum ich nicht zu den Berserkern will. Interessant wäre auch noch, habe ich eigentlich Waffe aufrüsten? Kann ich das auch skillen? Könnte ich sogar auch. Aber das skillen wir jetzt noch nicht, aber das wäre auch noch interessant. Wenn das mit dieser Waffe überhaupt geht, da bin ich ja überfragt. Jetzt suche ich aber erstmal die Werkbank. Ich hoffe, dass bei dem Schmied da oben eine ist. Dort oben. So bei ihm hier. Hast du eine Werkbank? Lexit nehmen verboten. Bett. Werkbank benutzen. Perfekt. So, dann. Reaper 2. Waffe steigern könnte ich. Dann wird es eine Reaper 3 werden. Könnte ich auch meinen Blutreaper steigern? Könnte ich auch. Macht dann 73 Schaden. Der macht jetzt schon 73, ist noch nicht gesteigert. Und dann würde der 90 Schaden machen. Also das Steigern wird sich definitiv lohnen. So, jetzt möchte ich hier erstmal einen Sockel einsetzen. Bonusschaden, Bonusgesundheit pro Treffer, Malusresistenz des Gegners, Monster. Wir nehmen mal Life Leech. Kostet das Geld? Nein. Und ich sehe schon, Waffen aufrüsten, mechanische Waffen bauen, auseinanderschrauben. Eigentlich nur das Waffe aufrüsten. Dass sich das lohnen würde. Das Erz aufheben, wir machen hier eine Reaper 3 draus, meisterlich. Wir könnten sie doch noch nicht tragen. Ah, ich sehe. I see the problem. Und die drei Punkte, das sind auch ordentlich Level-Ups, die da fehlen. Gut, okay. Egal. Wir setzen jetzt den hier ein. Das kann ich, hier kann ich nichts einsetzen. Ich kann nur einen Sockel reinbasteln momentan. Egal. Einsetzen. Ja, was muss ich jetzt hier drücken? Schließen, entfernen, schließen. Anfertigen. Schließen. Schließen. Steckt das jetzt drin oder nicht? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Steckt drin, alles klar. Gut. So, dann auf wieder zu den Outlaws. Liefer direkt zum Bunker des Dukes. Und dann reden wir jetzt als nächstes noch mit denen da unten. Und ja, ich habe jetzt schon gesehen, die Waffe aufwerten würde sich lohnen. Definitiv. Ich könnte sie dann aber nicht tragen. Das heißt also, wir haben momentan das Geld jetzt gut investiert. Das heißt aber, es würde sich lohnen, das Aufrüsten zu skillen. Es würde sich lohnen, das Schlösserknacken zu skillen. Das Hacken will ich immer noch skillen, sobald ich da rankomme. Okay, es war nicht an mich gerichtet. Also wir hätten vieles, was sich lohnen würde, wo ich momentan hin will. Auch schwere Waffen skillen würde sich lohnen. Es würde sich momentan richtig, richtig viel lohnen, hier einfach mal ein bisschen weiter zu skillen. Aber gut, okay. Wir müssen das jetzt schon mal... Ich würde jetzt sagen, wir reden diese Folge noch mit Dingens, oder? Ja, zumindest fangen wir mal an. Mal gucken, was sie überhaupt sagt. Unser Level up, wie weit sind wir da jetzt? Wir sind Level 21. Boah. Naja. Ich bin bis auf, dass ich keine Rüstung habe, mit meinem Charakter eigentlich zufrieden. Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ich bin bereit. Worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Komm mit. Okay. Uff.
Da ist er, El Colossaro, der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Alles klar. Kann ich speichern? Perfekt, ich kann speichern. Dann, ob wir diesen Kampf schaffen und ob unsere neue Waffe so viel geiler ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, in die wir jetzt erstmal gehen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiße, sagt man zum Schluss. Tschüss.